Hallo und willkommen zurück zu Minecraft Doors. Heute mal mit dem RGB-Pixel. Hallo. Und das ist ja einer von den zwei Kameraden vom Pixelmart. Die haben sich da ein kleines Imperium aufgebaut. Aber das hat mir echt mega geholfen. Auf jeden Fall erstmal danke dafür, dass ihr das überhaupt gemacht habt für die ganzen Spieler. Also ja, mir hat es viel geholfen. Kein Problem, gerne. Wir haben so viel Zeug, wir haben uns gedacht, das kann man mal teilen. Ja, so geil. Hau mich mal. Das geht ja bei mir auch schon, ne? Ach so, das geht schon ab einem Teil. Ah, ja. Ja, stimmt. Und vor allem auch noch bei der Weibern. Du hast ja schon die Draconium, ne? Ja, wobei die ist echt teuer. Also ich glaube, ja, für die ganze Rüstung musst du 5 oder 6 Ender-Dragon töten. Ja, das wurde mir auch gesagt. Den muss man dann irgendwie mal spawnen lassen, ne? Genau, du brauchst 4 Ender-Crystals und dafür brauchst du dann, also für jeden Ender-Dragon brauchst du 4 Metastars. Und wo kriegt man die eigentlich nochmal her? Metastars? Ja. Aber da gibt es eigentlich 2 Möglichkeiten. Entweder du killst einen Wizard. Ja. Oder du hast dieses Reliquary-Buch, was Sachen verdoppelt. Dann ach so, richtig. Dann kannst du dir aus einem Netherstar mit ganz viel Redstone noch einen machen. Also ich glaube, für 1000 Redstone kriegt man 3 Netherstars oder so. Also ist schon teuer. Ja, aber Redstone ist eigentlich was, das hat man doch irgendwann eh genug. Eben. Ich guck gerade mal, wie viel habe ich denn. Na gut, 2,3k ist jetzt doch nicht so viel, wie ich dachte, aber geht. Ja, das reicht vielleicht nicht für so viele. Ja, oder du baust halt ein paar Wither. Ja, gut. Ich glaube, du musst mir mal Richter bei dir geben, oder? Richtig, gut, dass du mich erinnerst, denn er hilft mir heute da unten, meine Farmen umzubauen, also die Reaktoren, besser gesagt. Warte, wo bin ich denn jetzt? Falsche Menü. At RGB-Pixel. Ellie. Ich hab Zugriff, yes! Ja, hier ist noch, also Disketten. Ja, ich wollte gerade sagen, da fehlt ein bisschen was, ja? Ja, ganz viele. Ich glaube, die kriege ich eh nicht voll. Vielleicht bringe ich dir da mal welche vorbei. Ich flüchte mal ganz kurz rum. Nee, ich war bei dir noch nicht. Ich habe eine Quantum Query. Yo, cool. Aber die ist meistens aus. Du hast dich getraut, die ins Haus zu stellen, okay? Wir haben unsere ganz weit weg gebaut, weil ich nicht sicher war, was die macht. Ja, ich hatte auch so ein bisschen Bedenken, aber eigentlich von der Beschreibung her ist es klar, dass da eigentlich nichts passiert. Ja, dachte ich mir auch so, baut aus irgendeiner hypothetischen Dimension ab, ne? Genau, ja. Aber ich dachte mir so, wenn danach die Stadt weg ist, ist ja, das nicht gut. Ja, so ein bisschen hatte ich auch Bedenken und dann, ach komm, jetzt probierst du es einfach. Zur Not drückst du den Schalter. Ja. Ja, hier Farming Station habe ich im letzten Part gemacht. Oder in den letzten 2 Parts, aber ich nehme mal an, da muss normale Erde drunter, dass er das hier nicht draufsetzt. Weil die ist eigentlich aktiv. Ach so, wegen dem Silt hier, ne? Ja, ich kann ja mal ganz normales holen. Aber steht der Inferium Seed nicht auch auf dem Silt hier? Den habe ich manuell dahin gesetzt. Ach so. Ja, das kann sein, dass er das nicht als Erde erkennt dann, ja. Weil der Ho hast du ja drin. Setz einfach mal da einen rein. Ups, okay. Leck. Jupp. Aber die Iron Hoe wird wahrscheinlich nicht so lange halten, denke ich. Ja, das war ja nur, ich teste das ja. Ich bin noch hier Minecraft Mod Noob. Okay, ja. Das sind Tier 1 Seeds. Soll ich dir ein paar Tier 5 Seeds bringen? Auch wenn du dabei hast, oder kannst du mir dann zum Ende schnell der Folge, oder? Warte, ich hol die schnell. Ist gleich erledigt. Vielleicht habe ich sogar bei dir im Keller WLAN empfangen. Echt? Kann man das noch irgendwie erweitern? Ja, man kann das erweitern. Nur es wurde mit der, ich glaube, 3. Tür oder so, wurde es genervt. Am Anfang hatten wir 640 Blöcke Reichweite. Jetzt sind es nur noch 64. Ja, dasselbe Problem hatte ich auch dann. Ich weiß gar nicht, wem das aufgefallen ist. Aber naja, gut, er macht hier gerade nichts. Ist auch egal, heute geht es nicht darum. Ich nehme mir mal hier die Shape-Karte raus aus meinem Builders-Block. Die Query, die hilft uns jetzt mal unten ein bisschen Platz zu schaffen für das, was ich vorhab. Okay. Was braucht man denn, um den Transmitter dazu erweitern? Da gibt es so Upgrades von Refined Storage.
Ich habe da auch schon mal durchgeguckt, aber irgendwie nichts mit Reichweite gefunden oder ich habe nicht richtig geguckt. Okay. Ich schaue gleich nochmal, wie das heißt. Jetzt muss ich mal überlegen. Ja, ich baue mich einfach mal da rein. Ich habe gerade bei unserem Computer geguckt. Irgendwie finde ich die Seeds gerade nicht. Aber wenn ich sie finde, dann bringe ich dir welche. Das wäre nett. Weil die bringen statt einer Essenz dann 5 mit jeder Pflanze. Das ist ein bisschen praktischer. Packe ich mal da rein und. Oh, wie viel. Egal, ich mache jetzt. Ich zähle das jetzt nicht ab. Die andere packe ich. Will jetzt nichts kaputt machen hier bei mir. Ja, komm, da oben. New Settings. Der Bildersblock kann nicht abbauen, ohne dass da eine Kiste dran ist, ne? Nee, weil er sonst die Items nirgendwo hin machen kann. Es sei denn, du machst einen Void-Filter rein, dann könnte es gehen. Du kannst ja in dieser Query-Card einstellen, dass er alles wegwerfen soll. Genau, das habe ich eigentlich auch alles so schon eingestellt, aber ich packe da einfach Dann. jetzt irgendeine Kiste dran. Wenn ich mal hier rauskomme, jetzt. Ich gucke gerade, aber ich finde jetzt selber gerade nicht dieses Reichweiten-Ding. Oder wurde es rausgepatcht und deshalb ist die Reichweite zu gering? Das wäre natürlich blöd, weil ich habe hier fast Ah, nur doch im hier, Range Upgrade. Lagerbereich. Range Upgrade Range heißt. Upgrade, Ja. okay. Das ist so eine Diskette mit so Kreisen drauf. Range Upgrade. Ah, die. Okay, cool. Da kann ich Diese. mich ja dann auch mal dran setzen. Mache ich nicht jetzt. Eine Kiste brauche ich. Habe ich denn noch eine Ender Chest? Nein. Aber eigentlich eine Doppelkiste sollte ausreichen für das da unten. Ja, denke ich auch. Ach, ist das der Bildesblock hier? Verstehe. Denn das, also er filtert ja eh schon das meiste raus, außer die Erze und so, und da reicht die Doppelkiste Ja. bestimmt aus. Ach, du benutzt ja auch die Flux Points. Ja, die finde ich richtig gut. Ja, ich versuche gerade alle bei uns auf dem Grundstück loszuwerden, weil die wohl massiv Lag verursachen. Ja, das habe ich auch gehört, aber meinst du, dass die ganzen Verkabelungen besser sind? Das weiß Ja. ich nicht. Ja, ich habe Dimensional Transceiver überall, wo es geht. Die können halt nur 40.000 RF pro Tick übertragen. Okay. Aber sonst. Naja, jetzt wird die Zeit, die wir vorgespult. Hallo, nach unten. Wie lange das hier dauert, bis der Elevator mal das macht, was ich will. Was macht der? Nein, ich meine, hör, du standest gerade hier, Ach so. hast irgendwas von einem Elevator erzählt und ich dachte mir, hä, da ist doch gar keiner und plötzlich warst du weg. Ne, ich habe bloß gehört, dass irgendwie was abgebaut wird und du hast hell gemacht und ich dachte, der Ach fängt hier so, oben nee, an. du warst plötzlich weg und Jenny ist scheinbar genauso gegangen, weil sie gestorben ist. Ja, ich habe ein Timeout. Ach nee. Ah, wie nervig. Och nee, komplett. Soll die Du kannst. hier beim Reaktor abbauen, oder? Nee, da drunter noch eins. Du kannst das ja mal währenddessen kontrollieren. Also bei dem Elevator ganz runter und da gibt es so einen Gang und da müsste er jetzt abbauen. Ach, nochmal, okay. Ich glaube, ich habe nichts falsch gemacht. Und der baut jetzt die Hälfte irgendwie da ab. Guck mal. Also hier ist so eine Höhle. Genau, und dann musst du dich umdrehen und dann siehst du so einen kleinen Gang. Überwiegend mit Marble, glaube ich. Ah ja, hier ist, nee, hier sehe ich Laboratory Blocks. Genau, und dann in die andere Richtung. In die andere Richtung. Okay, und hier ist ganz viel Erde. Nein! Ich habe die Shapecard mit der Erde drin, verdammt. Oh. Das war blöd. Upsi. Hier, ich gebe dir mal kurz die Void Card, dann kannst du deinen Claim abstecken. Dankeschön. So, dann gucken wir Hat auch mal. nur 4 Obsidian gekostet. Ach so, ich muss ja erst hoch. Das hier willst du alles aushöhlen. Ja, nur so einen kleinen Raum, ich das jetzt per Hand mache. Wenn der Server mich lässt.
Das sieht nicht gut aus. Das ist hier so 1, 2, 3, 4, 5, 6 breit, ne? Und ich will mal was ausprobieren. Oh, was macht er denn jetzt? So und so. Bist du hier? Komm gerade wieder runter. Uiuiui. So, Siehst du ja. das hier? Was ist denn das für ein Teil? Das ist der Draconic Staff of Power. Und wenn ich jetzt Oh. den hier mache. Alter. Krass. Damit Wozu sollte brauche ich man das Ding denn jetzt gerade? in seinem Haus besser nicht an die falsche Stelle klicken. Nimmt er nur dasselbe Material? Nein, alles. Willst du mal? Hier, nimm mal. Würde ich mal ausprobieren wollen, ja. Aber Vorsicht, das ist sehr mächtig. Wie viele Blöcke macht er denn? 5 mal 5 mal 5. Ich habe so eingestellt, eigentlich, dass er so blaue Punkte anzeigen müsste, wo er abbaut. Ja. Alter. Ja, das ist das mächtigste Draconic Evolution Werkzeug. Das ist ja cool. Es hat auch. Es ist auch gleichzeitig noch ein Schwert mit 90 Attack Damage. Aber dich kann man ja eh nicht töten, dank deiner guten Rüstung. Hau mal zu. Schauen wir mal, wie sehr das weh tut. Oh, das hat 10% Schaden. Minimal. Für den Schild. Also, okay, ich gebe dir das erstmal wieder. Also, das mit der Karte lasse ich dann mal jetzt. Im Prinzip haben wir das dann ja hier schon. Müsst jetzt nur den Boden hier unten zumachen. Also brauchst du keinen großen Abbaurahmen mehr. Nee, mit dem Teil, das reicht ja im Prinzip. Also, ich will auf einer Seite Deep Resonance haben und auf der anderen Reaktor. Okay, dann stelle ich es jetzt wieder auf einmal eins mal eins, bevor ich irgendeinen Unfug damit mache. So, jetzt. Ganze Haus plötzlich weg, rasch. Ja. Also es gibt zwar so ein Safe-Mode, wenn er irgendwie erkennt, dass das ein Block ist, der möglicherweise nicht abgebaut werden soll, dann warnt er davor. Aber Okay. ich würde mich nicht drauf verlassen. Ja, du weißt ja nicht, was er dann als solche Blöcke erkennt, ne? Ich glaube, Entity ist sowas wie Kisten und so, aber naja. Spielen wir lieber mal nicht damit rum. Richtig. Das ist zu mächtig, das Teil. Man kann es theoretisch sogar erweitern, glaube ich, auf 12 mal 12 mal 12 oder so. Und Da dann. brauchst du ja keine Query mehr. Ja, da läufst du einfach nur noch durch. Ja. Oh, jetzt habe ich keine Schaufel dabei. Egal. Kein Warte mal, Problem. das ist drei breit. Das stimmt soweit. Und ich würde sagen, hier ist dann Schluss. Wobei der Reaktor ist 5 mal 5, ne? Es kommt drauf an, wie groß du ihn baust. Du kannst den bis, ich glaube, 30 Ja, mal der. oder 16 mal 16, nee, noch größer, glaube ich, geht. Was mache ich denn da? Ich glaube, da wäre dann der Reaktor jetzt drin. Hier. Und auf die andere Seite möchte ich dann das Deep Resonance Zeug. Ich würde sagen, dann fangen wir einfach an. Was willst du abbauen? Deep Resonance oder Reaktor? Ich baue den Traktor. Okay. Da muss ich wenigstens nicht merken, was jetzt wohin kam. Das hat mir nämlich auch der Xanto erklärt. Ups. Ich erinnere mich, als ich da bei euch vorbeigeschaut Ach, richtig, genau. Was hast du gesagt? Atomaufsichtsbehörde. Atomaufsichtsbehörde oder Ja. Und Xadius hat gerade gestreamt und hat gleich Angst gekriegt. Oh nein, Atomaufsichtsbehörde. irgendwie so. Ja. Auf seinem Grundstück sollten die besser nicht kommen. Oh, jetzt habe ich den Kristall kaputt gemacht. Nee, okay, Serverlag wieder. So. Ah ja. Bleibt ja alles bei dem Reaktor so eingestellt, wie das gerade ist, ne? Ich habe keine Ahnung, aber ich kann es jetzt zur Not nochmal neu einstellen. Schau. Ich muss mal gucken, was er hier Weg. eingestellt hatte. Ah, da ist. Da, lieber nicht reinlaufen. Hast du einen Eimer? Hilfe! Nein, warte. Sonst wirst du nämlich wild durch die Gegend geportet. Da müssen wir uns einfach nochmal mehr Hardware da reinstecken. Aber eigentlich kann es daran auch nicht liegen. Die werden ja schon richtig gutes Zeug da haben. Ich gehe mal davon aus, dass die ganz gutes Zeug da haben, ja. Aber jetzt im absoluten Notfall
müssen wir halt, ja, einfach die Overworld hier auf einen anderen Server oder so packen zum Endkampf und den Strom abschalten, sodass nichts mehr läuft. Ja, genau. Dann nur die Player-Data mit rüber, wo halt die ganzen Items drin sind. Genau. So, was haben wir denn hier? Wenn über... wann soll sich denn der Reaktor abschalten? Erst wenn er komplett 100% voll ist oder schon vorher? Weil er noch so ein bisschen Nachlauf hat, indem er auch Energie produziert. Das theoretisch wäre es... Der Xanto hatte 90%. 90%, okay. Ja, es ist nämlich effizienter, wenn man weniger macht. Wenn man sagt 90 oder 85 oder sowas. So, dann nehmen wir hier 90%. Wenn über 90%, dann soll er die... Hui. Dann soll er die Steuerstäbe... Einfahren? Auf 100% einfahren. Ich habe gerade überlegt, ob er den Reaktor einfach disabled, aber ich glaube, es ist besser, wenn er einfach die Steuerstäbe einfahrt. Ja, wahrscheinlich werde ich die Sachen da unten eh auslassen. Es ist nur so, wenn ich jetzt doch noch so ein paar Sachen mehr baue und ich merke, okay, von der Energie wird es knapp, hat man dann zur Not noch Strom, den man hier abzweigen kann. Ja. Und was ich auch machen werde, ist, ich baue mir hier hinten noch wahrscheinlich so drei Vibrant Capacitor mit hin, wo das erst da reingeht und erst wenn der oben leer wird, wird das dann hochgelutscht sozusagen. Brauchst du Vibrant Capacitor Banks? Nö, kann ich mir oben machen. Achso. Falls dir irgendwas fehlt, wir haben bei unserem System noch ein paar rumliegen, kannst du auch welche nehmen. Ja, falls ich jetzt irgendein Material dazu nicht mehr habe, dann weiß ich ja, wo ich die dann finde. Du kannst ja die fertig rausnehmen, wir haben welche übrig, fertige. Aber eure Wettermaschine schon wieder? Das ist die Wettermaschine gewesen, genau. Oder ein gewisser Herr Xanios, der gerade auf den Server gekommen ist, hat seine Wettermaschine angemacht, um Schlechtwetter zu machen. Wie, was passiert eigentlich, wenn ihr gutes Wetter wollt und ihr schlechtes Wetter eingeschalten habt? Also, wenn er jetzt schlechtes Wetter hat und wir gutes Wetter, oder er Nacht und wir Tag, dann... Also beim Wetter wechselt das Wetter im Sekundentakt und beim Tag-Nacht-Rhythmus flitzen die Tage einfach nur noch durch. Das hell, ist ja dunkel, krass. Hell, dunkel. Das wäre nicht gut. Das würde auch der Server nicht so mögen. Server, oh, wenn es gehen würde, hätte ich es jetzt so gern mal gesehen. Was? Naja, wie das so schnell sich wechselt, aber ich glaube wirklich, da hat der Server krass zu kämpfen. Ach so, ja. Ich kann dir nachher das mal zeigen. Ich kann einfach 24 Stunden überspringen, dann siehst du es. Hast du ja. Yellorium da? Yellow habe ich. Yes. Dann werfe ich schon mal was rein. Ja. Input. Oh, jo, da habe ich schon wieder keine Range. Nein, das wäre halt... Warte mal, da oben. Hier ist doch ein Kabel. Vielleicht kann ich mir da einen Transmitter dran bauen. Hast noch ein bisschen mehr? Der Reaktor ist nicht ganz voll. Oh, da muss ich gucken. Das könnte jetzt knapp werden. Okay, also er läuft auch mit weniger, aber... Er fährt hoch. Ja, nee, habe ich nicht. Ich habe noch Yellow Ride Ore. Okay. Ist aber nicht so schlimm. Also er läuft. Soll ich ihn jetzt einfach anlassen und er schaltet sich automatisch aus, wenn er halt voll ist, oder? Nö, ich schalte ihn ruhig erstmal ab, bis ich hier meine Vibrant Capacitor da drin habe und dann starte ich den mal. Ah ja, das ist jetzt die Tag-Nacht-Maschine. Ah, diese Geräusche sind einfach so laut und so weit zu hören. Ich wundere mich gerade, ich dachte, das wäre mein Ventilator im Hintergrund. Nein. Ich glaube, die hört man 100 Blöcke weit oder so. Also ich habe ja bei dem ersten Mal, wo ich das gehört habe, gedacht, irgendeiner hat was gebaut, was explodiert ist. Boah, das wäre schon hart. Also ich habe drüber nachgedacht, ich mache ja auch so ein bisschen Inductive Automation. Ja. Und da kann man eine Antimaterie-Bombe bauen. Und theoretisch würde ich die gerne so 100.000 Blöcke oder sagen wir mal 20.000 Blöcke von der Stadt entfernt in die Luft sprengen, aber ich habe so das Gefühl, dass der Server das nicht so gut finden würde. Nee, das glaube ich auch nicht. Ich glaube, ich werde die vielleicht bauen, aber dann irgendwie im Singleplayer oder so in die Luft springen, damit man sieht, was passiert.
Aber kenn doch einige. Das ist doch sogar in manchen Projekten schon aus Versehen den Leuten passiert, dass die da irgendwas gezündet haben, was dann einen riesigen Krater in der Stadt Aus hinterlassen Versehen hat. in der ganzen Stadt. Ja, Ich wobei glaube, aus das ist nicht ganz Versehen. so aus Versehen. Extra vielleicht für die Klicks gemacht auch, ne? Wenn Genau man so denkt sieht's so. aus, aber ja, so ist es, ne? Aber. Deine Mob-Farm ist ziemlich krass. Wieso? Weil du das höchste Tier hast. Nein, guck mal, das ist nur das. Ach, das ist nur Das das. nur Ach, das nur die Layout, genau. Anzeige. Ah. Ich dachte schon, du hast es nur nicht aktiviert. Ach so, okay. Ja gut, dann geht's. Ich dachte schon, wow. Aber du musst das letzte Tier gar nicht bauen, das ist nämlich eh disabled. Ja, mir geht es jetzt nicht darum, ob ich das nutze. Die benutze ich eigentlich eh kaum noch. Mit Mystical Agriculture kannst du da doch schon echt fast alles herstellen. Ups. Ach so. Ich will nur, weil ich habe den Raum extra ausgehoben für das Größte und dann will ich die auch noch fertigstellen. Aber wird mega viel kosten, muss ich mal gucken. Ja, es geht. Also die Blöcke hier brauchen ja nur Blaze Rods, die Orangen, die grünen Enderperlen und die weißen brauchst du ja gar nicht. Theoretisch. Was würden denn die Weißen brauchen dann? Die weißen. Ich schau mal. Kann ich ja selber gucken. Neta Stars. Alles klar. Ja, es ist halt, die Weißen, mit denen kann man halt Wither und Ender Dragon eigentlich farmen. Aber da das ein bisschen zu OP ist. Hat auch jemand gemacht, Ja, ich glaube ich. weiß. Oder Items zwei. for Sacred. Der hat, keine Ahnung, 10.000 Nether-Sterne an einem Tag oder so gemacht. Und dann Ja. hat man sich so gedacht, okay, das ist ein bisschen zu krass. Ja, das haben auch meine Zuschauer im Stream gesagt. Wenn du Netherstars brauchst, geh zu denen oder denen, die müssten 5000 haben. Ja. Aber gut, ich danke dir auf jeden Fall erstmal für die Hilfe beim kleinen Umbau. Kein Problem, sehr gerne. Natürlich auch für die Aufnahme. Für die Leute bei mir, den Part, den ihr verpasst habt wegen dem Spielcrash, könnt ihr beim RGB-Pixel vorbeischauen. Der ist in der Videobeschreibung und könnt euch da das mit angucken, was ihr hier verpasst habt. Generell schaut bei allen anderen vorbei, dir danke ich nochmal. Gerne. Und ja, wir sehen uns im nächsten Part. Hau drin, bis dahin. Tschüss. Tschüss.